Sascha Baron Cohen und Isla Fischer lassen sich scheiden. Nach 13 Jahren Ehe und über zwei Jahrzehnten Beziehung gab das Schauspielerpaar die Trennung bekannt. Die australische Schauspielerin Isla Fischer, 48, Nocturnal Animals, und der britische Schauspieler Sasha Baron Cohen, 52, Borat, gehen getrennte Wege. Die Scheidung sei bereits im vergangenen Jahr gemeinsam eingereicht worden. Teilten beide in gleichlautenden Postings auf ihren Instagram-Accounts mit. Zu einem Foto der beiden in passenden Tennis-Outfits erklärten die Stars, nach einem 20-jährigen Match ihre Schläger niederzulegen. Sie bleiben einander in der Liebe und Hingabe für ihre Kinder verbunden. Weiterhin baten sie um Respekt vor ihrer Privatsphäre. Baron Cohen und Fischer hatten sich Anfang der 2000 erkennengelernt. Das Paar heiratete 2010 und hat drei Kinder. Ihre beiden Töchter wurden 2007 und 2010 geboren, ihr Sohn kam 2015 zur Welt. Zuletzt hatten schwere Vorwürfe gegen Sascha Baron Cohen Schlagzeilen gemacht. Schauspielerin und Komikerin Weber Wilson beschuldigt den 52-Jährigen in ihrer Autobiografie, sie während gemeinsamer Dreharbeiten sexuell bedrängt zu haben. Der Borat Darsteller weist die Darstellungen zurück.